wie ihr seht, funktioniert das Ganze wirklich nur, wenn ich wirklich die ganze Zeit meine Hand hier quasi dämpfend auf allen 6 Saiten drauf habe und sie nur wegnehme, wenn ich gerade einen Akkord spiele. Also das Ganze nochmal langsam. Also ich glaube, das Prinzip sollte damit klar sein. Als vielleicht noch ein zweites sehr, sehr gutes Beispiel für diese Art von Rhythmusspiel ist das Riff von Shoot to Thrill. Genau dasselbe Prinzip, hier nochmal langsam. Ja, und wer jetzt vielleicht mit dem schnellen Reinhauen und Abdämpfen noch nicht ganz so vertraut ist, der kann ja mal als Übung, bevor es dann wirklich an die AC/DC Riffs geht, erstmal ganz stoisch zum Beispiel einfach einen A-Power-Chord greifen und dann einfach sich ein gewisses Metrum suchen und dann als Übung einfach mal stoisch Viertel dazu klopfen, hier auf der Gitarre. So, und wer das dann geschafft hat, der kann auch mal die bisschen schwerere Variante ausprobieren und das Ganze einfach mal mit Achteln probieren. Klingt ein bisschen bescheuert, ich weiß, aber hilft auf jeden Fall, um euer Gespür für Anschlag und rechtzeitiges Abdämpfen zu stärken und einfach die beiden Hände in der Hinsicht besser zu koordinieren. Der nächste Punkt, den man gar nicht für wichtig genug erachten kann, ist das Timing. AC/DC ist wirklich eine der mit Abstand bestgetimtesten Rockbands auf dem ganzen Planeten. Das liegt eben an der exorbitant guten Rhythmusgruppe aus Phil Rudd am Schlagzeug, Cliff Williams am Bass und Malcolm Young an der Gitarre. Die drei zusammen ergeben wirklich eine Groove-Festung, wirklich so ein Bollwerk. Was aber nicht heißt, dass alle komplett auf die Time-Nadel spielen, ganz und gar nicht. Die einzigen beiden Komponenten im AC/DC-Groove, die 1A wie ein Metronom auf der Time sind, sind Bass und die Hi-Hat vom Schlagzeug. Kick und Snare-Drum sind dagegen immer ein bisschen laid-back. Das gibt diesen lässig entspannten Groove von Phil Rudd. Und Malcolm Young ist mit seiner Rhythmusarbeit immer ein bisschen vor der Time, also straight forward. Das kann man nur bewusst wirklich schwer raushören. Also wenn man sich hinsetzt und versucht, wie weit ist der jetzt vorne oder wie weit ist der hinten? Das sind wirklich Nuancen und es ist eine Gefühlssache. Und um das wirklich sich zu verinnerlichen oder zu üben, sollte man sich erstmal am besten die gesamte Diskografie von AC/DC reinschrauben, einfach mal 3 Abende lang sich nur hinsetzen mit den Platten und vielleicht schon ein bisschen mit dazu spielen und sich dann vielleicht nachher zum Beispiel mit einem Drumcomputer einen kleinen Loop zu machen und dann da als erste Grundübung für einen AC/DC Groove einfach mal mit lockeren Achteln drauf einsteigen und einfach dazu spielen. So, wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr die Übung quasi ein bisschen erweitern, indem ihr weiterhin stoisch euren Achtelrhythmus auf der Gitarre durchspielt, ihn dann aber verseht, quasi, wenn ihr hier einen Akkord greift, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall ein A-Power-Akkord, indem ihr eben mal auf unterschiedliche Achtel eine Akzentuierung reinmacht, also mal einen kleinen Akkord reinspielt einfach. Also wie sich das anhört, das zeige ich euch jetzt. So, das waren jetzt einfach ziemlich wahllose Akzentuierungen auf irgendwelchen Achteln innerhalb von diesem Groove. Und
Die Übung hilft euch aber eine Menge, um wirklich diese Rhythmik der AC/DC-Riff zu verstehen. Womit wir auch schon beim nächsten Thema wären, eben genau der Komposition, insbesondere im Hinblick auf die Rhythmik von typischen AC/DC-Riffs. Wie sind die aufgebaut und wie schaffen die es, aus so wenig Akkorden so viel rauszuholen?